gesagt, am Mittwoch sehen wir uns dann wieder. Gut, bis dahin. 4 Stunden Autofahrt liegen vor Jürgen und seinen Kollegen. Heute geht's nach Stuttgart, auf die Wilhelma. Wir wollen uns ein thermisches Unkrautgerät angucken. Auf, dass wir rechtzeitig dort sind. Die weite Reise zu den Kollegen soll Klarheit bringen. Die Wilhelma in Stuttgart. Hier wachsen 6000 Pflanzenarten, aber auch über 1000 Tierarten leben hier. Aber das alles sehen die Gartenmeister aus Erfurt gar nicht. Sie haben nur Augen für das thermische Unkrautgerät. 215.000 Euro teuer. Aha. So, Wunderwerk. 800 Liter Wasser im Tank erwärmt die Maschine auf 107 Grad und vernichtet damit das Unkraut in der Wilhelma. Ganz ohne Chemie. Wenn dort eine Pflanze ist, dann wird per Infrarot erkennt, dass, ob das Unkraut dort ist. Und dann wird auch nur an der Stelle punktuell das heiße Wasser rausgelassen. Der übrige Bereich wird dann ausgespart. Ah ja, es geht. Jürgen und seine Kollegen wollen die Maschine im Praxistest sehen. Nächstes Jahr zur Bundesgartenschau in Erfurt wollen sie das Unkraut im Egerpark auch ohne Spritzmittel bekämpfen. Dann wäre diese Technik vielleicht auch was für sie. Aber hier sind auch Ecken, wo jetzt das Gerät wahrscheinlich nicht drüber ist. Nee, das ist Südmarmor. Nee, nicht wirklich. Nicht richtig. Aber das meiste Unkraut verfärbt sich tatsächlich. Naja, hier an dem Spitzwegerich sieht man es deutlich, das wird schon braun. Wir haben jetzt gerade eben das System gesehen, wo im Vollgas komplett ausgeschaltet hat, Infrarot, sondern nur Wasser rausgehauen hat. Das bedeutet, es wird vollflächig feucht. Und jetzt fährt er weiter, wo es dann wieder die Sensoren das erkennen, wo es eine einzelne Pflanze ist. Wie Sie richtig gesagt haben, kann das sein, dass er dann mal eine verpasst. Deswegen in einer Fläche, wo es sehr stark bestückt ist, sollte man Vollgas fahren. Die Stuttgarter sind eigentlich sehr zufrieden mit der neuen Technik. Aber Jürgen sieht jedes kleine Blättchen. Ja, wo die überlappen von dem Wegerich, da kommt es auch nicht so hin, obwohl sehr viel. Das ist braun, verbrüht und das Grüne ist nicht verbrüht. Ich hätte mir auch mehr versprochen, dass was rauskommt. Man darf da nicht Pausenzeiten einlegen, weil wenn es dann so aussieht wie hier, man muss voll das Wasser rauslassen, dann reicht es nicht lange. Dann muss man wieder nachtanken, dann ist es sehr zeitaufwendig.